Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Battle Project. Und ich habe es auch schon gesagt, ich werde nämlich in der nächsten Folge volle Kanne rächen. Und das werde ich nämlich heute tun. Und zwar erstmal nur an Frosty, das hat einen Grund, auf den Grund erkläre ich euch gleich. Und zwar werde ich mich bei Gamelian und Guter Motorbrum auch noch rächen auf jeden Fall. Allerdings werde ich mich zuerst nur an Frosty rächen und bei Gamelian erst später. Weil letztes Mal hat Frosty herausgekriegt, dass ich ihn getrollt habe, weil ich Gamelian und Guter Motorbrum auch getrollt habe. Und jetzt hätte er theoretisch keinen Grund dafür, oder nicht Grund dafür, sondern keine Erklärung dafür, warum ich das hätte gewesen sein sollen. Was wir hierbei machen, überlege ich mir noch jetzt gleich noch ein bisschen. Ich werde auf jeden Fall ein paar Minen mitnehmen und generell auch ein paar Cobblestone-Blöcke. Ich glaube, ich mache aber noch ein paar Cobblestone-Minen. So, hier habe ich noch Cobblestone. Dann brauche ich noch einen Building Wand. Denn ich habe etwas entdeckt. Und zwar so kann er auch nicht herausfinden, dass ich das gewesen bin. Und zwar werde ich jetzt gleich noch verstärkte Steine mitnehmen. Am besten verstärktes Cobblestone, damit das nicht so auffällt, weil das kann ja jeder abfarmen. So, das werde ich jetzt mal direkt hier verstärken, das Cobblestone. Und zwar ist es so, damit werde ich ihm ein paar Sachen einbauen, aber nicht per Hand, sondern mit dem Building Wand, weil dann steht da nicht, von wem der Block ist. So, dann machen wir noch das Troll TNT 3, Leute. Es ist soweit. Ich packe das jetzt zum ersten Mal aus. Multiplizieren, das habe ich. Troll TNT ist ja saubillig. Machen wir direkt ganz schnell. So, hier bauen wir dieses Werkzeug noch und dann bauen wir noch zwei TNTs. Dann ein TNT kommt hier rein mit diesem Werkzeug. Zack, haben wir so ein Troll TNT 1. Das kombinieren wir mit einem TNT. Dann kommt Troll TNT 2 raus. Und das Troll TNT 2 machen wir mit Multiplizieren. Dann kommt Troll TNT 3 raus. Und das werde ich auf jeden Fall auch noch beim Aufbauen. Er hat Zentralia in Flammen gesetzt. Er hat das Existenzdenkmal zerstört. Er lügt die ganze Zeit nur rum und droht auch noch die ganze Zeit. Und deswegen gibt es jetzt erstmal eine saftige Schelle. Aber wie gesagt, die gleiche saftige Schelle kriegen auch Gamelian und Guter Motorbrum in den nächsten Tagen auch noch ab. Was ich bei denen mache, überlege ich mir dann auch noch. Um sicher zu gehen, dass ich nicht sterbe, werde ich die Luna-Rüstung mal mitnehmen. Die hat mir Frosty tatsächlich gegeben, beziehungsweise er hat die mir gemacht. Aber auch nicht einfach so, weil es ihm Spaß gemacht hat, sondern weil ich habe ihm ein ziemlich wertvolles Erz dafür gegeben. Deswegen, ja. Das hat er gebraucht, dann habe ich ihm gesagt, okay, dann machst du mir jetzt einfach die Rüstung. So, wir gehen jetzt erstmal zu Frosty und zwar über den neuen über das neue Bahnhofssystem. So, einmal nach Westralien. Zack, da sind wir schon. Warum hat er jetzt zwei Telepads? Ist die Railgun aufgeladen? Ja, die Railgun ist aufgeladen. Okay, also ich muss die Rüstung anziehen tatsächlich. Und dann teste ich mal, ob ich den Schuss überlebe oder nicht. Falls nicht, kann ich mich direkt wieder hintop-tippen. So, okay, die Rüstung ist an. Ich flieg mal hin. Okay, ja, ich habe den Schuss überlebt. Perfekt. So, also als allererstes gucken wir mal, was da an seiner Base so alles ist. Was hat er hier? Cobblestone. Das können wir gut benutzen, um mal kurz seine Sentries und alles auszuschalten. So. Einfach mal, um die zuzubauen. Dann, weil ich krieg zwar keinen Schaden durch die Sentries, aber dann kann das auch nicht auf mich schieben. So, die Railgun werde ich dann auch noch zubauen, wenn sie einmal geschossen hat. Wartet. Achtung. So, da ist sie. Okay. Railgun ist zugebaut. Oh, da hat noch eine geschossen, glaube ich, gerade. Okay, ich baue einfach die ganze Vorderfront hier so ein bisschen zu. Okay, und jetzt werde ich es richtig fies machen. Ich werde direkt an seiner Tür hier so ein TNT-Ding hinmachen. Das wird er zwar easy überleben, aber einfach nur als kleinen Joke. Okay, wir machen es nicht so hart, wir verarschen ihn nur. Ich baue hier jetzt keine Mine auf seine Terrasse auf, weil das wäre echt ein bisschen mies. Aber ich werde hier auch mal alles so zubauen. Und dann wird er denken, hier ist safe auch eine Mine. Vor allem, weil ich hier auch ein paar Minen so verteilen werde. Ich werde hier auch wirklich nochmal eine Mine irgendwo hinmachen. Aber nicht da an seiner Terrasse, weil das ist ein bisschen gemein. Aber hier, Leute. So, zack. Zack, hier noch. Vielleicht bauen wir auch hier vorne noch direkt eine hin. Mache ich hier noch eine Mine hin. So, hier hat er jetzt auch nur seit neuestem Ore Refinery. Ja, einfach mal hier so alles ein bisschen zukleistern. Ich habe halt noch ein paar Bruchsteinminen. Vielleicht baue ich hier noch eine auf. Okay, erster Teil ist abgehakt. Wir haben hier so ein kleines Minenfeld errichtet. Die eine Mine hebe ich mal noch kurz auf. Jetzt ist ein scheiß Zombie reingerannt. Ich glaube es nicht. Ach, scheiß drauf. Das bleibt jetzt einfach so. Also als nächstes werde ich ihm hier einmal alles hier zubauen. Oh, das Problem ist, danach muss ich den Block aber wieder abbauen, weil sonst weiß er, dass ich das war. Okay, warte, wir machen das so. Ich baue das hier auf und baue es dann gleich wieder ab, wenn ich es markiert hatte. Boom. Genau, der ist jetzt von mir, damit er das auch nicht sieht. Da einmal auch weg, das despawnt dann. Das ist egal, das kann er eh nicht mehr sehen, dass das von mir war. Zack. Und zack, hier auch nochmal.
Wow, scheiße. Fuck. Schnell. Fuck, Alter. Okay, schnell die Rüstung ausziehen und dann wird er das schon nicht merken. Hä? Servus. Er will Talk. Alter, warum muss der denn jetzt auf den Server kommen? Ich gehe gleich mal mit ihm in Talk, damit es nicht auffällt. Alter, war das knapp. Hätte der mich gesehen, ne? Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Jetzt haben wir auch gleich seine Live-Reaction, Leute. Wie geil ist das denn? Pass mal auf, wir gehen jetzt in Discord mit ihm. Hallo. Ah, ich habe dich gar nicht reinkommen hören. Das ist bei mir... Das ist... Was? Hast du bei mir auch kein Geräusch, oder wie? Nein. Perfekt, ich wurde getrollt. Hä? Meine Raygun ist weg, die zweite. Digga, bei mir wurde überall Cobblestone hingesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Minen sind. Wieso ist das denn passiert? Warte, ich komme gleich mal zu dir. Ich möchte mir das mal angucken. Guck mal, hier meine zweite Raygun. Und die ist einfach weg. Hä? Vor allem, ich bin gerade rausgegangen, dachte, es wäre ein normaler Cobblestone und es war halt eine Mine. Und ich glaube, deshalb, aber warum glaubst, wurde ist der alle... Raygun weggesprengt? Ich glaube, es ist alles voll mit Minen hier. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Alter, ich gehe kurz essen, ich bin eine halbe Stunde wieder Alter, da. Bei mir ruckelt's übelst heftig. Frossi? Ja? Hast du den Raum hier verkleinert? Moment. Ey, jemand hat meinen Geheimbug genutzt. Wem gehört denn der Block? Du kannst nichts mit diesem Block tun, er gehört Owner. Also dann bis gleich. Jo, bis gleich. Ich bin das Sound muted. Jo. Ja Leute, jetzt ist halt die Frage, soll ich das TNT nochmal aufbauen? Oder ist es zu auffällig jetzt, wenn ich es jetzt aufbaue? Wisst ihr was? Wir holen das TNT jetzt. Ich baue es irgendwo in einem Gebäude auf, wo er noch nicht reingeguckt hat. Und dann wird er das auch nicht checken. Boah, wir bauen das hier drinnen auf. Keine Ahnung, was das hier für eine Fabrik ist, aber wir bauen das hier drinnen auf. Oh, da müssen wir aber auf Redstone aufpassen. Boah, ich krieg's sogar wieder. Ja, vor allem, wie viel Troll-TNT 3 wir wieder zurückbekommen, ist ja übelst krank. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Das wird er dann hoffentlich bemerken. Ich glaube, das hier war normales Cobblestone alles. Das bauen wir dann hier jetzt noch zu. Das wird er nicht checken. Alter, da haben wir das Troll TNT 3 doch nochmal aufgebaut. Das Ding ist, Leute, ihr habt es gerade gesehen, man kann es halt nicht mehr abbauen, ne? Das ist so richtig böse. Das ist so ein richtiges asoziales TNT eigentlich. Aber ich bin ehrlich, Frosty ist auch richtig oft richtig asozial zu mir. Ich kann nicht mal ganz genau sagen, was er alles gemacht hat. Damit ich mich hinterher auch rechtfertigen kann. Pass mal auf, erstmal verabredet er sich mit mir, dass wir auf dem Server irgendwas machen, weil ich war vorhin mit ihm callen und da konnte ich halt nicht. Und dann meinte er, okay, machen wir 21 Uhr. Und ich meinte, okay, machen wir 21 Uhr. Und dann komme ich um 21 Uhr her, er taucht aber nicht auf, dann rufe ich ihn an, er drückt mich weg am Telefon, er antwortet mir nicht. Ich dann so, ja, Dicker, warum verabredest du dich mit mir, wenn du nicht kommst? Er dann so, oh ja, warte, ich zock gerade mit Freunden eine halbe Stunde, please. Ich dann so, Dicker, warum zockst du mit Freunden, wenn du dich mit mir verabredet hast? So, nach einer halben Stunde, er kreuzt nicht auf. Und dann schreibe ich ihm so, ja, Digga, aus der halben Stunde ist auch nichts geworden. Und dann kommt er 10 Minuten später, also das Ding ist, ja gut, 10 Minuten, muss jetzt auch kein Mordsgeschiss machen, aber ich nehme mir extra Zeit für ihn und dann lässt er mich halt einfach so hängen, aber wenn er irgendwas möchte, dann muss es schnell gehen. Dann ruft er die ganze Zeit an, oh ja, kannst du jetzt bitte schnell kommen, ich brauche dich ganz, 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 ganz dringend. Dann muss es hops, hops, hops gehen, aber bei mir, ab. Deswegen, also... Gibt es einige asoziale Aktionen, die er ab und zu droppt. Und dafür möchte ich mich deswegen auch mal ein bisschen mit einer Assi-Aktion zurückrechnen. Also ich versuche jetzt noch in der Aufnahme hier ein bisschen in die ganzen Trolls da reinzujagen. Ich mache mal kurz die Aufnahme aus und melde mich dann wieder, wenn er wieder da ist. Gut, dann hilf mir erstmal bitte kurz alles wieder aufzubauen. Wie soll ich dir denn jetzt hier helfen? Ich habe Angst, dass hier eine Mine ist. Und eine Mine und ich bin weg? Ey, Digga, in meinem scheiß HWM-Raum sind 4 fucking Spinnen. Warum ist hier TNT drinne? Achso. Warte, wir schlagen die Scheibe ein. Wir schlagen die Scheibe ein, genau. Ah! Wie kriegt man das weg? Mit einem Breaking Bond eventuell wegmachen. Ach, das. Ah! Oh, es ist viel mehr geworden. Es ist viel mehr geworden. Und es leckt. Ich komme da nicht mehr hin. Es leckt total. Wir müssen es anzünden. Alter, was hast du denn hier gemacht? Hä? WTF? Ich habe einfach nur die Kisten aufgemacht. Ah! Gezündet. Okay, ich bin weg.
Ach du Kacke. Was für bewusst, perfekt, Alter. Aber alles, was hier drin war, ist weg. Warte, ich bin gleich wieder da. Genau, anders würde ich dann das Video beenden, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, alles gerne Daumen nach oben, das bin ich mega freund. Mal gucken, was Frossi denkt, wenn er das Video sieht. Ich glaube, er wird mir den Kopf abreißen. Nee, in der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall Gamelian und Guter Motorbaum nochmal richtig eins auswischen. Was ich da mache, lasse ich mir noch überlegen. Aber ich glaube, da werde ich schon auch mal was ordentlich Krasses mal machen. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst bei einem neuen Video. Bis dahin und ciao.